Willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Bogano. Los geht's! Und dort werden wir das Gewölbe der Macht betreten. Also Bogano. Dieser Cordova strapaziert mein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sefo und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. So, und da sind wir schon auf Bogano gelandet. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja, Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sefo haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Naja, das ist eine gute Frage, Marin. Darauf habe ich im Moment keine Antwort. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Bevor wir zum Gewölbe der Macht uns aufmachen werden, muss ich mich noch schnell zur verlassenen Werkstatt begeben. Denn dort warten noch drei Truhen, glaube ich, auf mich. Ich vermute, dass sie sich irgendwo unterhalb der verlassenen Werkstatt befinden, also direkt im Wasser irgendwo. Mal gucken, ob das auch stimmt. Verdammt, ich wollte noch was probieren. Ich wollte mal nur mit Tritte fertig machen. Wo war denn die alte Werkstatt? Ach ja, genau, da vorne. Ich glaube, der kürzeste Weg führt dann hier durch. Und einfach runter.
Nochmal schnell auf die Karte schauen. Ja, es muss hier noch in der alten Werkstatt 4 Truhen geben. Wenn die sich jetzt nicht unten im Wasser befinden, dann weiß ich auch nicht. Ich guck mal nochmal so in die Werkstatt. Nein, hier gibt es nichts mehr. Sollte ich jetzt nicht an diese Truhen herankommen, dann wird das wahrscheinlich erst möglich sein, nachdem wir hier etwas weitergekommen sind in der Hauptgeschichte auf Bogano. Aber ich vermute einfach, dass sie sich hier unten irgendwo befinden. Denn als ich das letzte Mal hier war, da konnte ich noch nicht tauchen. Aber die Truhen... Ja, okay, hier ist einer. Ich habe wahrscheinlich recht. Gott sei Dank. Was hast du gefunden? 9 Sender fürs Lichtschwert erhalten. Mut und Weisheit. Und hier ist ein weiterer Behälter. Mut und Weisheit, auch ein weiterer Lichtschwertschalter. Und jetzt fehlt nur noch ein Behälter. Wo könnte der sein? Das waren nur 2. Habe ich oben irgendwas vergessen, ja? Das wäre echt schade. Kann ich mir jetzt gerade keinen Reim draus bilden? Ich hatte wirklich gehofft, alle 3 sind hier unten. Dann wüsste ich jetzt nicht, wo der letzte Behälter ist. Vielleicht doch erst etwas weiter oben? Gab es hier irgendwo noch einen kleinen Raum? Eigentlich war's das. Ah, das war's. Ja, da sieht man mal wieder, wenn man sich nicht gründlich umschaut, verpasst man einiges, aber das mache ich ja. Und ich verpasse trotzdem irgendwas. Oder waren das wirklich nur 2 Truhen? Stand da 1 von 3? Ich möchte sagen, da stand 1 von 4. Schauen wir mal auf die Holokarte. Ja, hier ist irgendwo noch eine Werkstatt. Ach Quatsch, eine Truhe in der Werkstatt. Aber wo? Wo könnte das sein? Ich muss irgendwas vergessen haben. Eventuell da draußen? Aber das gehört doch hier gar nicht mehr zur alten Werkstatt. Nee, das gehört ja nicht mehr zu. Das ist doch die große Kluft. Ja, genau. Verdammt, verdammt. Nochmal schnell oben das abchecken. Und wenn nicht, na gut, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Vielleicht gibt es ja in der Werkstatt irgendwo noch einen geheimen Schalter. Irgendetwas, was ich übersehen hatte. Ihr wisst ja, Vandalismus der Jedi. Vielleicht legen wir dadurch einen Schalter frei. Hier können wir nur unser Lichtschwert anpassen, ja. Ne, hier gibt es auch keinen weiteren Raum. Tja, dann weiß ich auch nicht weiter. Naja gut, können wir nicht ändern. Schade, hätte ich gerne mitgenommen. Dann hätten wir wirklich alles auch auf Bogano gehabt. Nein! Och Mensch, Kerl! Oh, wie konnte ich denn da abschmieren?
Ihr seht ja, die Macht ist heute wieder nicht mit mir. Die Macht macht einfach, was sie will. Die Wege der Macht sind unergründlich. Ja, mehr fällt mir dazu jetzt auch gerade nicht ein. Verdammt, wo ist die Truhe? Wir sind direkt über der Werkstatt, aber... Ne, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die verdammte Truhe sein kann. Auch egal. Ich werde sie irgendwann später mir holen. Ha, kurios. So, da hinten ist das Gewölbe der Macht. Wir werden sicherlich auch wieder eine Aufzeichnung von Cordova sehen. Ah, der Dicke. Na, Dickerchen. Schöne grüne Augen hast du. Was zum Teufel war das? Na, ist das schon wieder ein bisschen buggy? Willst du nicht mal deine tolle Zunge rausstecken? Das machst du doch. Ich versuch dir die mal abzutrennen. So stand das ja auch in der Datenbank, dass wir... dem Octoboktor auch die Zunge abtrennen können. Aber dazu muss er sie erstmal uns rausstecken. Mensch, Kerl. Wann holt denn er deine Zunge hier raus? Los, steck mir die Zunge raus. Ich bin frech, sei du auch frech. Dickerchen, komm, steck die Zunge raus. Warum macht denn der das nicht? Naja, egal. Na, jetzt steckst du sie uns raus, wa? Ich spüre was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Nochmal schnell sicherheitshalber vorher abspeichern. Und los, BD. Selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist das ein weiterer Trainingsraum? Wo sind wir? Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Okay, hier ist jetzt eine Plattform erschienen. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren.
Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis. Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Können wir gar jetzt in die Zukunft schauen und sehen, wie Cal kleine Jedi-Padawane ausbildet? Naja, mal gucken, was wir noch erfahren. Hier geht es schon mal hoch. Das Imperium! Meister, sollen wir kämpfen? Die Inquisitoren sind hier! Weitergehen! Sie kommen! Zu den Gräben! Passt auf euch auf! Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe ein ungutes Gefühl. Vielleicht sieht Cal das genauso. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich Padawane suchen würden und ausbilden würden und das Imperium jagt uns und die kommen dadurch ums Leben, ich weiß nicht, ob Cal das so ertragen könnte. Vielleicht entscheidet er sich ja doch noch dagegen, diesen Weg zu gehen. Jünglinge fangen, den Rest umlegen. Wir sind schnell, weiterfeuern. Ja, ich glaube, das sind alles Eindrücke aus der Zukunft. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis! Brücke vor. Ah, das sieht nicht gut aus. Kerl müsste ja die Jünglinge auch alle im Verborgenen trainieren. Da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Die kommen echt alle ums Leben. Aber diese Zukunft muss natürlich auch nicht eintreffen. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht, auf die Knie. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Gibt es hier nur einen Weg? Das sind die gefangenen Jünglinge. Ich hab Angst. Was passiert mit uns? Meister Kestis, warum? Ich will nicht hier sein. Ja, die werden alle gefangen genommen und gefoltert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cal das wirklich so will, wenn diese Zukunft wirklich eintreten sollte, was uns hier gezeigt wird. Haben wir jetzt ein rotes Laserschwert? Seit wann denn das? Ich meine, die Farbe sieht echt cool aus, ja? Aber rot? Warum? Was haben wir da an? Haben wir die Uniform eines Purge Troopers an? Oh nein, das ist eine schreckliche Zukunft.
BD-1, was los, Kleiner? Er steht hier wie versteinert. Hat er das auch gesehen, was wir gesehen haben? Schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Oh nein, jetzt müssen wir gegen Trilla Suduri kämpfen. Das war gar nichts. Immer noch auf der Flucht? Hat Seer dich nicht trainiert? Oh, ich hasse solche Kämpfe immer. Du wirst nicht mehr lange stehen. Das glaube ich dir, wenn es so weitergeht. Bitte, Stim! Da war es wieder. Total knapp und total lange braucht Kerl, um diesen Stim zu nehmen. Aber ihren Block kriegen wir, glaube ich, gar nicht durch. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Na, was denn zum Beispiel? Meint sie das mit Seer? Die dreht sich auch immer gleich weg, immer so wie ich angreife. Flucht? Gib mein Bestes, weißt du doch. Du blutest wie alle anderen. Verdammt, wenn er mich einmal hat. Und das habe ich eigentlich eben geblockt. Hilf mir bitte! Es kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht. Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Nein! Nein!
Ach so, okay. Das wurde jetzt der Datenbank hinzugefügt. Jetzt haben wir gesehen, wie Triller gefoltert wurde und wie sie eine Inquisitorin geworden ist. Und jetzt müssen wir, glaube ich, das Gewölbe der Macht auch wieder verlassen. Aber das waren alles sehr beunruhigende Ereignisse, wie ich fand. Ich werde nochmal schnell abspeichern. Leider haben wir keine Fähigkeitspunkte bekommen. Wäre der Kampf gegen Triller jetzt bis zum Ende gegangen, ja gut, das hätte sich echt hingezogen. Denn so oft konnte ich ja nicht was abziehen. Aber ob wir nochmal gegen sie kämpfen müssen, oder ob wir jetzt gegen das gesamte Imperium kämpfen müssen, das weiß ich nicht. Da vorne sind auf jeden Fall ein paar Sturmtrupper. Da ist der Jedi! Greift ihn an! Schnell! Wie macht er das? Durchbrecht seine Verteidigung. Ah, oh, da hinten ist schon wieder so ein anderer Typ. Ah, der Octobopto hilft mir. Würdest du jetzt mal deine Zunge rausstecken, mein Dickerchen? Nein, macht er nicht. Nur wenn er tot ist. Oh nein, 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 nein. Na doch, mach ich. Ach Kerl, komm, ich wollte den ranziehen. Ah, verdammt. Ich wollte das wirklich mal so machen, dass ich den verlangsame und dann in seinen eigenen Blasterschuss ziehe. Das muss ich bei einem normalen Trooper machen. Da vorne sind noch so eine anderen. Ich sehe dich. Ah, ich sehe dich auch. Bleib zurück, ich schaff das. Ach, komm schon, Kerl. Immer das gleiche hier mit dir. Holt ihn euch! Kämpft mit uns, du Feigling! Was glaubt ihr, was ich hier mache, Jungs? Hört mal auf, um mich zu schießen, das ist unfair. Nähert euch dem Ziel. Wie schnell der wieder seinen Block oben hat, ist der Oberknaller. Jungs, was soll das? Ja, dann hört mal auf, um mich zu schießen. Ach, verdammt. Ich muss im richtigen Moment abblocken. Und wieder hat mich dieser eine zweite Blasterschuss getroffen. Kann auch nicht wahr sein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir zur Mantis zurückkehren? Wo ist denn das Ziel? Ja, die Mantis, okay. Ah, verdammt, wo ist diese eine letzte Truhe? Ich hätte euch das so gerne gezeigt. Und alle Truhen. Aber das wird mir wohl leider verwehrt werden. Manche Truhen sind echt heftig versteckt. Na, oder auch nicht. Oder ich finde sie einfach nicht. Ja, sie sind auf jeden Fall zu schwer für mich. Ihr wisst ja, die Macht ist manchmal nicht mit mir. Oh, Kerl, das war knapp. Ich habe gedacht, wir schmieren hier ab. Aufpassen! Es geht los! Er steht einfach nicht still! Los, vorrücken! Ach, verdammt, komm, ich möchte das wenigstens mal probieren. Okay. Ich hab's im Griff. Na, warte, den einen hebe ich mir auf. Den hebe ich mir auf. Feuer bündeln! Er blockt! Ja, und ihr beschießt mich. Ah, hier ist so ein Commander. Jungs, du bist doch mal gut hier. Er ist weg. Habt ihr Tomaten auch da? Und ist deine kleine, schöne Scheibe im Helm geschlagen, oder was? Also, ich versuche das jetzt nochmal mit diesem Blasterschuss.
verdammt, dafür brauche ich aber auch Macht. Ach, Kerl. Weißt du schon wieder aus? Naja, mach ich. Mach ich gerne. Ich möchte auch was probieren. Jetzt habe ich keine Macht, um ihn ranzuziehen. Die Macht ist wieder gegen mich. Wo? Weißt du schon wieder aus? Ey, warum geht denn das nicht mit dem Ranzen? Aber Kerl, willst du mich verarschen? Ich hab dir noch anvisiert. Ach, weißt du was? Das geht mir so auf den Sack manchmal. Andauernd treffen uns die Löffel. Und wenn ich dann mal sowas bei einem so einem billigen Lappen machen will, dann haut das auch wieder nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich den vorher hätte anvisieren müssen. Wahrscheinlich schon. Ich hab's jetzt aber nicht gemacht. Auch egal. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Reiseziel freigeschaltet. Inquisitatoren. Festung. Und das Ziel wurde auch der Holokarte hinzugefügt. Na, ist das nicht schön? Wir wurden in den Rang eines Jedi-Ritters erhoben. Endlich hat es Kerl geschafft. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grease? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar 4 Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Ja, das kann sein. Du kleines, freches Backenbärtchen. Und ich hoffe auch, dass es wirklich das Einzige, was er 4-mal hat. Okay, ja, das ist ein anderes Thema. Naja, gut, wie dem auch sei. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf in die Inquisitorenfestung. Wenn euch das Video gefallen hat, tut euch keinen Zwang an, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Star Wars Jedi Fallen Order. We'll be right back.
Fall nicht auf. Akzeptiere, was war. Führt die Order 66 aus. Vertraue niemandem. Nur der Macht.